Okay, na komm. Hier ist ein Safe Point. Hier war es, wo wir ein bisschen schleichen müssen. Sneaky Peaky. Ich muss nämlich ja nicht mitkriegen, wenn ich hier ganz sneak unterwegs bin. Gar nicht hier. Ein Frettchen durch. Und weiter hier. Jetzt vielleicht mal ein bisschen rennen. Ach, Kacke. Da hat er mich. Ich muss weiter sneaken. Hat schon ganz gut geklappt. Nur die Ruhe, wir haben Zeit. Sneak. Hat uns gesehen, er greift uns jetzt. Wir müssen gucken, dass er hinter den Stein geht und an ihm vorbei. Darf uns natürlich auch nicht sehen. Darf uns natürlich auch nicht sehen. Das ist natürlich. Puh. Was ein Abenteuer. Ist alles in so einem wunderschönen Ferienhaus. Ich komme jetzt ungesehen an ihm vorbei. Hier. Okay, der schaut sich jetzt dort ein bisschen um. Bitte sehe mich nicht. Muss da zu dem Ast hin. Hier entlang. Nicht auffallen. Nein. Er sieht mich nicht, er sieht mich nicht, er sieht mich nicht. Er sieht mich, er sieht mich, er sieht mich, er sieht mich. Aber wie? Aber wie, aber wie, aber wie? Ich kann ihn vorbei, ich muss mich vielleicht nochmal verstecken, bevor ich mit den Baum renne. Sneaky auf jeden Fall. Muss mich häufiger verstecken. Muss mal stillstehen und mal ein bisschen. Ab hier ganz sneaky. Okay, wir müssen dann irgendwann mal Schluss machen. Ich denke, das ein bisschen dauert das noch.
Können wir den Rest vielleicht irgendwann mal anders zu Ende machen? Hinter den Stein. Weiß nicht, wie das gehen soll. Kommt er ja gleich zurück. Ich muss ja den Stein rüber. Sieht er uns hier, wenn wir davor kauen? Eigentlich ja nicht. Okay, sehr gut. Und rüber hier. Sneaky bleiben. Dass der uns nicht sieht. Und über den Berg rüber. Über die Ecke. Ich traue mich noch immer nicht so ganz. Ich glaube, wir können wieder. Überwunden. Meine linke Hand tut schon ein bisschen weh. Die ganze Zeit hier nur die Tasten drücken. Save Point. Sehr schön. Wir sind doch schon so weit oben auf der vom Gipfel. Muss doch bald ein Ende nehmen. Fröhliche Musik setzt ein. Vielleicht finden wir den Kleinen dann auf der Spitze des Berges. Würde storytechnisch Sinn ergeben. Die Musik würde auch vieles erklären. Das große Tor. Schon Errungenschaft freigeschaltet. Anger Management. Sind wir da? Vielleicht ja. Wir sind ja hier schon ungeahnte Höhen vorgedrungen. Musik war schon so stimmungsvoll. Eric's house. Maybe Espen's inside. Ein Licht, ein Laserschwert. Luke Skywalker war's hier. The cave was something from a nightmare. Toys and clothes strewn on the ground. Treasured items of 100 children. More. Cast away like wrapping paper. Ich gehe erstmal die Häuser durchsuchen. A sepulcher. The terror these children must have felt. The confusion. Their only comforts torn. Verpasse ich doch was. I knew then. I wasn't just going to catch up to Eric and save my son. I was going to kill him. Mom! Ah! Da ist er. Gefunden. Ich wäre fast in die Höhle rein. Mom, I'm fine. You're sure? Yes. Okay. Come on. We have to get out of here right now. Mom. He could be back any minute. I think we just have to run. Mom. Don't want to get cornered in here. Mom, listen to me. What? We have to go. Mom, I'm not going. Huh? What do you mean? I can't go with you, Mom. I left Ach, the grave for you so I could say goodbye. Espen, you don't know what he's going to do. I've seen things.
red things. I think he's going to try to... I know, Mom. I know what he's gonna do. And what I have to do. Espen? He's coming. Quick, hide. Ach, du Schreck. Wer kommt? You should not have come here. You took my son. You're a murderer. You take children from their homes. The fate I suffer is not one I enjoy, nor is it one I have any choice in. The fate you suffer? What about these children? All these children? They are chosen. They must come. Some of them, like your brave son, even choose to come. They're children, you fucking monster! They should decide if they live or die! You lied to them! Lured them! I don't lie. I only tell them what must happen. There's no time for this. Sunrise draws near. Espen, we must leave. Get back! Don't you touch Mom, him! Mom, it's okay. It's going to be okay. No, don't hurt her! Run, Espen! Run! You cannot protect him any longer. Mom! Mom! No! Mom! Gross, Güte. Und weiter geht die Reise. Oh, nein. Ein Zahlenschluss. Aber so scheiße ist das Spiel nicht. Ja, 1, 2, 3 ist es nicht. Okay, müssen wir da durch, oder? Müssen wir das Zahlen, den Zahlen gut knacken. Gehen erstmal in die Höhle. Ist trotzdem schon, glaube ich, sehr final. Wäre wieder nur ein Extra gewesen. Toy Soldiers. Ach du Schreck. Das sind die ganzen Kinder. Ach du Schande. Ranzoomen. Bionico. Sang two songs known as Block and wanted to swim on the cold lakes. Christian. Eine Liste von den ganzen. Ist hier. Good Little Feather. Willing, ah, da steht drin, ob sie es wollten und ob sie es nicht wollten. Espendal. Reflectors. Ach so. Teddy Bear. Belonging. Brave and smart kid, first one leaving. Traces. Behind things I didn't notice. No research. Ach du Schande. Das sind die ganzen Kinder, die hier geopfert wurden. Die Kinder erwärmte mein Herz, sie so spielen zu sehen. Diese Kinder so unschuldig und rein.
Ich glaube, es ist diese Reinheit, nach der der Wolf giert. Fenrir. Wer sonst? Diese abscheuliche Bestie nimmt sich mehr und mehr. Nimmt sich von der Insel. Nimmt sich von mir. Ich weiß nicht, wie lange ich es noch ertragen kann. Ich fühle die Last. Die zunehmende Last des Kummers, den wir verursacht haben. Der Gestank des Verderbens, der sich niemals abwaschen lässt. Die Schuld. All diese Jungen und Mädchen, die weinen, die mit roten Gesichtern und heiseren Kehlen nach ihren Eltern schreien, die es nicht verstehen. Dann fast schlimmer noch, die Kinder, die sich edelmütig ihrem Schicksal stellen, die wissen, was ihr Opfer für den Rest von uns bedeutet, die wir ihren Platz nicht einnehmen können, obwohl wir das so gerne tun würden. Die sich opfern, damit wir leben können. So wie mein eigener Sohn. Ach, du Schreck, das ist... Das ist ja... Dreimal heftig schlucken. Das ist hier und weiter. Kinderopfer. Menschenopfer an den. Okay, scheint so, als müssten wir hier eine Grabstätte Hinweise finden. Für den Zahlencode. Dann kommen wir auch anders weiter. Ach du Schande. Großer Gott. Das ist doch hier. Finden wir hier Hinweise auf das die Zahlen. Dieser kranke Bastard hier gelassen hat. Drachen. Zahlen sich hier keiner. Kinderdecke, ach du Scheiße. Ich glaube, das wird hier wirklich... Muss ein Codewort gefunden werden. Und wir öffnen dieses Tor. Was nicht zu öffnen geht. Irgendwelche Hinweise in seinem Haus. Better take that key. Und wir nehmen den Schlüssel. Den Torschlüssel. Nicht das. Bifrost. X-Tagebuch. Sekunde. Dann noch einen kleinen Zettel. Ich wollte es euch vorlesen, aber ich habe die alle eingesammelt. Hier, Hinweis 665. Okay, ich habe den Code. Ich wollte Bücher vorlesen, jetzt habe ich es verändert. Na egal. Bifrost wäre schön gewesen. Bifrost. 665 war es.